und täglich grüßt das Murmeltier. Bye, Bubble Boy. Das sieht so schön draußen aus, aber hier drin in der Garage ist es arschkalt. Ist auch kalt. Na egal, nützt ja nichts. Das Mut, ne? Das ist geil, ne? Er ist der Geilste. Huma ist völlig gechillt. Der sagt auch Corona, leck meinen Arsch. Ich chill hier mal, warte bis der VR wieder läuft. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your time. I find it so hard knowing that you are just my drug. And I find it so hard knowing you treated me like a mark. We ain't gotta talk about it right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Give me the stars like I don't really know. You gotta go, baby. Ja Leute, was soll ich sagen? Getriebe ist dran. War echt ein ganz schönes Gefummel. Aber diesmal habe ich mir den Kran zur Unterstützung genommen. Das war doch schon ein bisschen einfacher. Und ja, die Schwierigkeit ist eben halt, den Wandler in das Getriebe da rein zu frickeln. Weil dieser Wandler, der hat ja diese zwei Zapfen. Das kann ich auch nochmal zeigen. Da am alten Wandler. Diese beiden Zapfen hier, die müssen natürlich dann genau passen auch. Ja, und das ist ein bisschen Gefummel. Na, ich wollte das Ganze mitfilmen, aber naja, wie das dann immer so ist, war natürlich der Akku alle. Siehst du, Handy meckert auch, Batterie leer. Von daher, ja, ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Man muss eben halt nur darauf achten, dass diese beiden Zapfen vom Wandlergetriebe, dass die da vernünftig reinfassen. Und dann passt das auch. Aber es ist dran und das zählt. So, soll ich den Kram nochmal vernünftig festziehen? Da gibt es ja auch Drehmomente für, um das Getriebe an den Motor zu schrauben. Da hilft ja mein Buch. Hier unser, jetzt helfe ich mir selbst. Wichst dir ein? war nur Spaß. So, wo ist die Seite? Da irgendwo. Wo ist sie denn noch? So, da. Da steht es im Grunde genommen noch drauf, ne? Also hier sind die Getriebe. Ah, meine Finger sind dreckig, sorry. Ich vergesse mal die Handschuhe anzuziehen. Aber gut. Ja, hier sind natürlich die Drehmomente vorgegeben und danach werde ich das gleich erstmal alles anziehen. Ja, aufgrund der aktuellen Lage heute mal ohne Publikum. Huma ist wieder dabei, aber auch er hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ja, ist nicht lustig, weiß ich. Leute, passt auf euch auf. Wascht euch immer schön die Finger. So wie ich. Guckst du? Und dann läuft das auch. So, gemäß Anleitung, ups, brichst hier fast die Knochen, ich muss mal aufräumen, kriegen diese beiden Schrauben hier oben 80 Newtonmeter. So, jetzt haben wir den Halter da auch wieder dran. Jo. Können wir ja eigentlich den Kram da wieder ranfrickeln.
Dann werde ich mal ein bisschen hier die Frontmaske wieder wegklappen, meine Kabelbinder hier wieder abfrickeln und dann soll der Motor da wieder rein, damit er endlich wieder tiefer kommt. Weil so ist es ja ein Bus. Gell? Alles soweit vorbereitet. Rein damit, würde ich mal sagen. Ja, Leute, krasser Schnitt. Ich habe den Motor natürlich nicht mehr eingebaut. Da kam dann noch der liebe Nachbar und dann, wie das dann immer so ist, dann schnackt man noch. Nur mal die Klappe. Dann schnackt man noch und ja, irgendwie war es dann doch wieder zu spät und ich habe ihn halt nicht mehr eingebaut. Und ja, und jetzt aufgrund dieser blöden Krise werde ich auch im Moment nicht weiter in der Garage arbeiten, weil ja. Die Garage ist halt nicht auf Privatgrundstück, also es ist schon auf unserem Grundstück, aber ich muss halt raus und soll zu Hause bleiben und das mache ich auch. Ich nutze halt die Zeit jetzt dafür, um eben halt diesen alten Gammel hier wieder frisch zu machen. Die Anbauteile, die da so ein bisschen gelitten haben in der Standzeit, die werde ich halt eben ein bisschen schick machen. Damit kann ich mir erstmal die Zeit vertreiben. Ja, und ansonsten Küche putzen, Wohnungen putzen, keine Ahnung, irgendwas. Fertig. Ich zeige das mal ein bisschen aus der Nähe. So, und so sieht er jetzt halt fertig aus. Ja, damit werde ich jetzt erstmal die Zeit totschlagen und überbrücken. Und eben halt so, was ich so lackieren kann, erstmal sauber machen, lackieren, sprich Ansaugbrücke, Halter. Jo. Und dann geht es so in ein, zwei Wochen, geht es dann wieder weiter mit dem Motor. Hoffe ich mal. Bis dann. Haut rein. Bleibt gesund. Ja, sitze ja noch wieder gerade am Schnitt. Ja, habe vergessen, den Zoom da rauszunehmen. War natürlich ziemlich dämlich. Und im Fernsehen läuft Dirty Dancing. Um Gottes Willen. Ja, wie gesagt, wir haben Krise. Ja, ich wünsche euch das Beste. Bleibt gesund, haut rein. Geht mir nicht fremd. Abo drin lassen. Und noch eins reinmachen am besten. Und ja, wir sehen uns dann irgendwie demnächst. Wenn das wieder alles mal ein bisschen entspannter ist, dann gehe ich auch wieder runter am Schrauben. Und dann kommen auch neue Videos. Also, bis dann. Haut rein und bleibt gesund. Ciao.